Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind's wieder. Yannick und Falco und Falco und Yannick. Und Yannick und Falco und Falco und Yannick und Yannick und Falco und Falco und Yannick. Heute wieder mit einem nicen Gameplay im Hintergrund. Im Hintergrund. Im Hintergrund und zusätzlich den Hintergrund verändert. Ja, es ist ein 2 gegen 2 auf jeden Fall. Auf, ich glaube, also Grand Champion, klar, aber ich glaube 1550 oder so MMA. Ich weiß nicht ganz genau, aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Also fast 2000 nach Christus wurde das Gameplay hier erspielt, um es genau zu nehmen. Und wir haben natürlich auch wieder ein Thema mitgebracht. Oh, saftig, knaftig, anschließend an das letzte Video. Denn jetzt, es geht nicht darum zu wissen, was zu tun ist, es geht darum zu tun, was man schon weiß. Passt ja sehr gut, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen. Die drei Worte des Handelns, T-U-N. T-U-N, komm ins Tun. Und jetzt schließen wir damit an, zu sagen, wir behaupten zu sagen, dass es nicht nur darum geht, zu wissen, was zu tun ist, sondern erstmal das umzusetzen, was man weiß. Denn damit kommen wir nämlich auch nochmal zum letzten Video zu sprechen. Damit machst du nämlich am schnellsten Fehler und hast die höchste Lernkurve. Ist so, denn aus Fehlern lernt man und aus Fehlern lernt man am meisten. Je größer der Fehler, desto mehr lernt man. Meistens ist das so. Oder eigentlich immer, oder? Ja, ja, und wenn du, ja, und wenn du keine Fehler machst, dann lernst du halt auch. Ja, dann lernt man halt auch, aber halt auch, wenn man, aber auf jeden Fall lernt man nichts, wenn man nichts tut. Genau. Da lernt man nichts. Also, ich weiß nicht, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man einfach irgendwie lazy ist. Und dann nicht so ins Handeln kommt, also nur in dem Status oder in dem Stand lebt, den man halt sich halt gerade vielleicht erarbeitet hat oder wo man gerade ist und keine großen Veränderungen macht. Aber Veränderungen auch in deinem Leben setzen halt voraus, dass du handelst und dass du was tust. Und es verändert sich halt nicht dadurch, dass du irgendwas über irgendwas nachdenkst. Klar, Visualisierung und Mindset und Gedanken spielen auch eine Rolle, aber das meiste verändert sich immer noch dadurch, dass du halt etwas tust. Ja, genau, damit meinst du natürlich auch nicht mit dem Lazy sein und so, meinst du natürlich auch wirklich so, wo man denkt so, pff, ich weiß hier gar nichts, ich will, keine Ahnung, was hier tun, so komplett lost, so, dass du nicht checkst, was abgeht, dass du nicht, dass du halt einfach nicht weißt, was du machen sollst, dass du nicht weißt, dass du auch nichts machen willst und so, sondern, weil es gibt ja auch so Pausen, die man, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Pause, ich mache jetzt bewusst nichts. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, was abgeht. Ich will das jetzt hier erstmal verstehen, was gerade, was meine Gedanken will ich ordnen. Ich will genau darauf achten, was ich denn so denke, wo es für mich hingehen soll, wie was der nächste Schritt ist und sowas. So, das ist ja so gesehen ausruhen, nichts tun, vorbereiten ist das ja eher so. Und sich ins Bewusstsein, also bewusst werden, was hier gerade passiert, falls man da manchmal ein bisschen vom Weg abgekommen ist. Das ist was anderes. Das ist ja nicht dieses Lazy, was du jetzt meinst. Das war ja, denke ich mal, was anderes, ne? Ja. Gut. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung und sich Pausen gönnen und, wie sage ich das gerne, die Säge schärfen und so, dafür lohnt es sich, dafür sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen und mal eine Pause einräumen vom Tun. Also, ja, aber sonst ist das auch zu überwältigen. Wenn du die ganze Zeit nur machst, ist das halt auch nicht richtig. Also es muss halt in gewissem Maß sein, so, weißt du, weil du tust was und dann muss dein Kopf ja auch hinterherkommen und du musst es ja auch erstmal darauf ja klarkommen und das verarbeiten, dass was gerade passiert ist, was getan ist vielleicht. Aber wichtig ist halt nochmal zu sagen, dass Veränderungen halt nicht angestoßen werden, also nicht allein durch Gedanken angestoßen werden können. Ja. Es beginnt zwar mit dem Gedanken alles. Aber du musst dann eine Entscheidung fällen, die dich dann dahin bringt, dass du halt auch ins Handeln kommst, auch langfristig diese Entscheidung umzusetzen. Ja, denn genau, aus dem Gedanken. Mit dem Gedanken kannst du dann deine Hände und so bewegen, aber den Gedanken brauchst du natürlich auch nur, den Befehl dann. Jo, jetzt wird getan. Ja, bestes Beispiel im Sport, wenn du Muskeln aufbauen willst. Du hast den Gedanken, ja, ich will das Sixpack bis zum Sommer aufbauen, aber du handelst dann nur, im Januar gehst du dann 4 Wochen ins Fitnessstudio, danach nicht mehr. Ist halt inkonsequente Entscheidungsfindung sozusagen. Also du führst diese Entscheidung halt nur eine gewisse Zeit aus und nicht mindestens so lange, wie es notwendig wäre und darüber hinaus, weil du wirst das ja den Zustand dann nicht aufrechterhalten. Das heißt, du musst auch konsequent
deine Entscheidung dann auch umsetzen. Ja, übel. Und das ist dann auch die richtige Herausforderung. Das, was ich, das ist auch das, was das so, was so maßgeblich das Tun vom nur Denken unterscheidet. So, jetzt genau. Zu sagen, ja, kriege ich alles locker hin und so. Das ist ein guter Gedanke und so. Nur dann das dann auch noch wirklich machen. Das ist echt was ganz, ganz anderes. Und das, darauf kommt es aber am Ende an. Genau, also letztendlich ist es auch eine Frage der Disziplin und der Eigenmotivation. Übel, ganz übel. Ja, das zu dem Thema nochmal gesagt, das Gameplay geht jetzt auch gar nicht mehr lange, 18 Sekunden noch. Und steht 2 zu 3. Hier steht einfach 2 zu 3, ja. Also aber für uns, also 3-2, das ist ja andersrum. Ja, genau. Aber jetzt steht 2-3. Verdammt, Alter, drehen wir das noch? Es wird ja wieder richtig eng. Was hast du da wieder für ein Gameplay ausgespielt, ey? Yeet! wie die Namen. Bang! Bang, Junge. Richtig geile Namen von den Gegnern auch. Bang the Yeet. Junge, 3 Sekunden. Was, Junge? 3-3. 3-3. Nach Spielzeit. Nee, Yeet. Junge, was haut der für einen insane Air-Dribble raus? Alter, da hätte ich ja schon einen Herzinfarkt bekommen. Ja, hatten wir auch, Digga. Jedes Mal. So krass. Was? Der Ball ist immer noch oben? Was ist das? Ich dachte gerade schon, dass ihr den jetzt in dem letzten Zug so in der 0. Sekunde noch reinmacht. Aber erstmal Nachspielzeit. Ist so langsam echt ein neues Level, Alter. Richtig geil. Und dann, vor allem, die heißt einfach Bang und Yeet und dann haut der einfach so einen übelsten Head-Dribble raus. Lol. Ich dachte so zuerst, okay, so ernst muss man die jetzt nicht nehmen. Ja. Ja, falsch gedacht. Ja, Freunde, das ist auch wieder so, ne? Erster Eindruck und man denkt, gleich nur lässt sich von den Namen täuschen. Ja, aber jeder kann sich ja so nennen. Steckt auf jeden Fall noch mehr dahinter, wie man selbst merkt. Der Grand Champion kann sich so nennen. Champ Grampian. Ja. Cheng. Einfach Cheng. Cheng Champion. Cheng Chang Champion. Eins im Chat wird noch Cheng kennen. Cheng. Wie lange soll das Yeet. Gameplay noch gehen? Was macht ihr da? Ja, es Overtime. Ja, irgendwie eine Minute oder so ging es glaube ich noch weiter. Freunde, it's Overtime! Okay. Einfach. Ich habe übrigens heute im Startscreen gesehen, nächste Woche ist dann halt Rocket League für alle frei verfügbar. Ja, ab 23. September, ne? Ja. Richtig geil. Richtig geil. Mal gucken, was da für neue Leute sind. Also ist quasi Mittwoch nächste Woche dann. Ja, der Mittwoch. Freunde, merkt euch den Mittwoch vor, denn dann ist Rocket League. For free. 23. September. Mal gucken, was sind. Also hoffentlich macht das für viele Leute. Also dass es for free ist, natürlich für viele attraktiver. Junge, was war das für ein Safe? Ja, aber da kommen halt auch ganz viele neue Leute dazu. Ja, und es ist ja nicht nur neue Leute. Oh, da ist das so endlich. Nach dem Insane Safe auf jeden Fall. Es kommen ja nicht nur neue Leute rein, die bringen ja entweder auch ganz viele neuen Spielspaß rein, aber es kommt auch noch ein normales Update rein mit neuen Features. Ein großes Update auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Da wird es auf jeden Fall auch nochmal von uns ein Update zugeben. Ja, Mann. Wird auf jeden Fall gezockt. Ganz fleißig. Direkt. Danke fürs Zuschauen. Freunde. Ne? So sieht's aus. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen mit dem Thema inspirieren. Gebt uns gerne Feedback, ob euch das Video gefallen hat und wenn ja, warum nicht. Ihr wisst Bescheid. Abo, Daumen da lassen, Glocke aktivieren und den Kommi und den rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da raus. Ciao.